Hallo. Was? Hallo. Bist du zufällig der Simon? Nein. Nein, ist der Simon zufällig da? Ja. Ja? Das ist ein bisschen eine witzige Geschichte. Wir müssen dir gleich fragen, ob wir das filmen können. Aber kannst du ihn kurz holen? Ich hole ihn kurz. Von wem bekommen wir heute noch Briefe? Das meiste sind offizielle Schreiben mit wichtigen Informationen, GEZ, Rechnungen, Verträge. Dabei können Briefe viel mehr sein. Sie sind Austausch, Kommunikation. Auf eine gewisse Art und Weise sind Briefe immer auch Begegnung. Also, ich bin gerade nach Hause gekommen und da war dieser Brief im Briefkasten, der nicht für mich ist und auch für niemanden, der hier wohnt. Der Brief war ohne Umschlag da drin. Er ist für jemanden, der hier in der Nähe wohnt und ist vom Klinikum Stuttgart. Sie bedanken sich, dass er Blutspender ist und gratulieren ihm zum Geburtstag, weil er heute Geburtstag hat. Und ich gehe jetzt los, bring demjenigen seinen Brief und gratuliere ihm auch zum Geburtstag. Vielleicht ist er gar nicht sympathisch, aber ich will ihm ja nichts Böses. Ich will ihm ja nur seinen Brief bringen. Ich glaube, ich kaufe ihm noch kurz was zum Geburtstag. Weil wenn ich ihm jetzt einfach nur seinen Brief zum Geburtstag bringe, das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ich glaube, ich kaufe ihm kurz was, damit er sich freuen kann. Vielleicht Blumen oder Schokolade oder so. Zum Geburtstag für jemanden, der oft Blutspender ist, ob es da irgendwas Passendes gibt. Also es gibt zum Beispiel so einen Floradix-Kräuterblutsaft, könnte man geben. Regenerieren, zum Aufbauen zum Beispiel. Ja, sowas, genau, an sowas. Man könnte aber auch ganz normale Duschgel schicken, wenn es ein junger Mann ist. Entweder so Trinkfläschchen, die bauen auf. Ich glaube, ich nehme einfach die beiden Sachen. Wenn Sie sagen, das ist gut, dann glaube ich Ihnen das sofort. Das habe ich noch teuer eingekauft in der Apotheke und hoffe, dass derjenige sich darüber freut, dass ich ihm zum Geburtstag gratuliere, seinen Brief vorbeibringe und noch Geburtstagsgeschenke dabei habe. Ich würde mich freuen. Was, wenn er gar nicht da ist? Dann lasse ich ihm die Sachen, glaube ich, da. Ich glaube, dann schreibe ich ihm noch einen Brief. Hallo, die Post. Ist der Simon auch da? Und das andere Namen, da steht gar kein Name. Das ist nicht so ganz leicht. Servus. Servus, Simon. Warte mal kurz. 15 Minuten. Ja? Wir kennen uns nicht, aber dein Brief war heute bei mir im Briefkasten. Ich habe keine Ahnung, wie er da hingekommen ist, aber da steht drin, dass du Blutspender bist und dass du heute Geburtstag hast. Genau. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich bin vorbeigekommen, um dir deinen Brief zu bringen, dir zum Geburtstag gratulieren. Und ich habe keine Ahnung, was du für ein Geburtstagstyp bist, aber ich dachte, ich bringe dir auch was zum Geburtstag mit. Wer ist das denn, ey? Ey, aber wieso war der Brief bei Ihnen? Ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich heiße übrigens auch Simon. Ah, krass. Das noch als Simon, Gang. Simon. Hi, Simon. Ey, wie geil ist das denn? Geile Aktion, ey. Freut mich ja, mega. Cool. Was kann ich für dich tun? Willst du auch was? Zum Ersten, also hier, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ja, wollt ihr reinkommen? Ja, Vanessa, ich rufe dich zurück. Wenn du es dann gehört hast. Ja. Kuchen per Post von meiner Mutter. Richtig geil. Dankeschön. Zustellung. Das war cool gerade. Ich habe dem jetzt den Brief gebracht und er hat sich voll gefreut, hat sich gewundert, hat mit uns einen Kuchen geteilt, hat mit uns angestoßen auf seinen Geburtstag und war eine coole Begegnung. Hätte ich nie erlebt ohne den Brief in meinem Briefkasten.